Hi Ladies! Steffi hatte mich gefragt nach einem ganz speziellen Outfit für ihre Tochter, denn sie hatte nächst Jugendweihe und das soll es doch etwas Spezielles sein. Und da habe ich ihr hier ein Outfit zusammengestellt, was ihrer Tochter super stehen wird. Aber bevor ich jetzt hier näher drauf eingehe, noch der Tipp, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, alle Links, alle Tipps und Tricks und mein Geschenk, was ich für euch habe, dann klickt hier einfach drauf oder auch unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Hinweise dazu. Und jetzt, Steffi, halte ich fest, denn dieses Outfit kommt daher mit einem Babydoll-Kleid und dieses Babydoll-Kleid hat zwei verschiedene Stoffarten integriert. Somit ist ein Satinstoff unten drunter und ein Tüll ganz hauchzart drüber geschneidert. Und dieser Tüll ist nochmal extra bedruckt mit einem Endlosmuster, was das Ganze im Stil sehr, sehr schick hält. Und der Schnitt selber ist so angebracht, wie soll ich mich ausdrücken, dass wenn deine Tochter dieses Kleid einmal angezogen hat, es nie wieder ausziehen will. Das verspreche ich dir. Und vielleicht noch hier ein Hinweis, dieses Kleid ist auch wunderbar geeignet für kleine Frauen, denn dadurch, dass es knielang ist, ist es quasi so, dass viel Bein gezeigt wird, damit ihr größer wirkt und das Ganze natürlich ein gewisses Etwas bildet. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, also es ist zwar nicht so wichtig, aber manchmal kriegt man es gar nicht so mit, weil ihr seht es hier nicht auf den Bildern, dieses Kleid hat auch noch zusätzlich ein paar Riemchen, um, wenn ihr es möchtet, quasi dieses Kleid nicht trägerlos zu tragen, sondern noch mit ein paar schönen Riemchen festzumachen, um dass dann wirklich überhaupt nichts verrutscht beim Tanzen und Co. Aber schicker, meiner Meinung nach, ist es ohne Träger und somit ist es halt auch sehr schön rückenfrei und hat vorne ein wunderschönes Dekolleté. Aber das Kleid alleine ist nicht ein Komplettoutfit. Und was ich euch jetzt hier dazu empfehle, ist wirklich wunderschön dazu anzuschauen. Und da habe ich hier einen wunderschönen Pump im gleichen Farbschema rausgesucht. Und der Pump hat ein Lackleder. Aber das Ganze ist gar nicht jetzt so interessant. Denn was interessant ist, ist, ich weiß, Teenager flitzen viel rum, machen Party, tanzen und sind bis früh in den Morgenstunden unterwegs. Und was kann da am schlimmsten passieren? Dass die Füße schmerzen und man vielleicht sogar noch Blasen bekommt. Und bei diesem Schuh habe ich extra Wert drauf gelegt, dass er sehr, sehr bequem ist und dann wirklich man früh nach Hause kommt und denkt, warum bin ich jetzt nach Hause? Meine Füße sind doch noch gar nicht müde. So bequem ist er. Wer mir es nicht glaubt, bestellt ihn, testet es aus. Und wenn ich falsch gelegen habe, dann könnt ihr es mir wieder sagen. Aber ich weiß, bei dieser Marke, bei diesem Schuh, bei diesem Schnitt von diesem Schuh, wirklich sehr bequem. Was fehlt jetzt noch? Yep, eine wunderschöne, farblich passende Handtasche. Und da habe ich hier eine silberfarbene Gretchen herausgesucht. Sprich deswegen, weil eine zu große Handtasche hindert und eine zu kleine Handtasche passt zu wenig rein. Und ich denke mal, hier habe ich eine Größe gewählt, die sehr, sehr gut ausreicht für das, was man alles mitführen muss und auch wunderschön zu diesem Kleid passt und natürlich dann, wenn man tanzen will, nicht unbedingt stört. Man kann sie wunderbar ums Handgelenk tragen oder in der Tasche ist auch noch eine schöne lange Kurtel, dass man sie über die Schulter tragen kann und dann auch mal die Hände frei hat. Aber dem Ganzen hier will ich jetzt noch das i-Pünktchen aufsetzen. Denn ich habe hier einen Schmuck, besser gesagt von Esprit, eine Perlenkette rausgesucht, die in Silbern gehalten ist und das ganze Outfit nochmal unterstreicht und zu etwas ganz, ganz Besonderem macht. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch ein paar kleine Perlen in die Ohren reinmachen und ansonsten würde ich euch empfehlen, die Haare einfach wallend offen zu tragen, damit das Ganze wirken kann. Und wenn ihr dann mit so einem wunderschönen Outfit den Abend betretet in den Saal hinein und eure Verwandten, eure Freunde euch anschauen und quasi die Kinnlade auf dem Tisch liegt, wisst ihr, was ich meine, wenn ihr so ein Kleid anhabt und fühlt. Wenn ihr wie Steffi so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann gebe ich euch den Tipp,
Schreibt mir in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für eine Veranstaltung ihr geht, wie groß ihr seid, welche Haarfarbe und so weiter und so fort. Also so detailliert wie möglich, damit ich, wer weiß, vielleicht schon morgen so ein wunderschönes Outfit online stellen kann und es genau auf dich zugeschnitten ist. Und wenn ihr dann so ein Video, so ein Outfit nicht verpassen wollt, dann klickt hier oben einfach auf mein Logo und abonniert meinen Kanal und verpasst somit auch die passenden Deals dazu nicht. Ist es ein Deal? Das ist ein Deal. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit diesem wunderschönen Outfit und Steffi, sagt deiner Tochter schöne Grüße. Ich denke, sie wird es lieben. In diesem Sinne, bye bye.